Willkommen zurück zu The Elder Scrolls 5 Skyrim Remastered. Wir wollten uns hier was durchlesen, und zwar den kaiserlichen Kondolenzbrief. So, wie lange geht er? Nicht lang. Kaiserliche Bürgerin Lua Alsgarven, ja. Mit tiefer Betroffenheit muss ich euch vom Tod eures Gatten Sael in Kenntnis setzen. Er verlor sein Leben in der Schlacht, als er half, die Kaiserstadt von den Altmeri zurückzuerobern. Er bewies in seiner letzten Stunde große Tapferkeit und sein Opfer wird nicht umsonst sein. Allen galt er als Mann von hoher Moral und als leuchtendes Beispiel für das Beste, was das Kaiserreich zu bieten hat. Bitte tröstet euch in dieser Stunde eurer Trauer mit dem Gedanken, dass er sein Leben gab, um das Kaiserreich zu schützen, das er so liebte. Mit meinem aufrichtigen Beileid, Prinz Brucius, kaiserlicher Präfekt. Ja. Und die Blume, die nehme ich einfach mal mit. So. Ah ja, genau, die wollte ich auch noch hier. Na, habe ich vergessen. Ich habe jetzt schon mal geguckt, wo das nächste ist. Das ist nämlich in der Spaltsteinschlucht. Und dann, das haben wir auch noch nicht, uns geholt. Weil den Dungeon kennen wir nicht. Den Dungeon, die Höhle, was auch immer. Ist irgendwo über der Moosmutterhöhle. Ich weiß schon gar nicht mehr, wo das überhaupt war. Ich frage mich, ob wir jetzt hier am Ende sind. Könnte sein. Das sind auf jeden Fall tote Spinnen. Und die haben wir aber nicht tot gemacht. Ein Draugrewicht. Okay, kommt jetzt hier noch ein krasser Bosskampf oder was? Moment mal, hier waren wir ja schon mal. Ach, dann haben wir die Höhle nur einfach nicht gesehen, oder was? Ah ja, hier geht's ja wieder raus. Ja gut, dann sind wir fertig. So, jetzt rennen wir wieder durch, weil da waren ja wieder diese komischen Magier. So, das müsste die Folge 238 sein, das heißt, am Freitag geht es dann schon los. Lass ich wahr sein, jetzt stirb doch mal, Mann. Wie auch einfach keinen Schaden kriegt. Das ist der Shit. Was bist du für eine? Geh doch mal weg. Okay, jetzt muss ich erstmal kurz tanken, so. In your ass. Verbrenne, ey. Meine Ja. Der war ganz schön stark. So. Heil nicht noch einer? Hm. Egal, hier gibt's kostenlos Tränke. Ganz viele Zutaten. Die wir später bestimmt wieder alle benutzen werden. Ich meine, wir haben ja schon ein bisschen was. Und nein, ich werde nicht eine der längeren Folgen dazu benutzen. Oh, nice. Alchemie zu machen. Hat mal Knoblauch, war auch eine Zutat, jo. Nice. So, wo müssen wir jetzt lang? Wir haben den nächsten Stein. Wie viel haben wir jetzt eigentlich? Kann ich gar nicht nachgucken. So. Wir müssen jetzt 14 haben. Wir haben auch 12. Ne, wir haben 13. Okay, wir haben 13. Alles klar. Gut, das heißt, wir müssen jetzt hier hin. Hier gibt es nämlich da. Da irgendwo ist die Höhle. Nördlich der Moosmutterhöhle und westlich der Dickbauchgrotte. Wir gehen mal zur Moosmutterhöhle. Und dann einfach mal ein bisschen nach oben. Da müssten wir sie finden. Ah, guck mal, da ist ja auch schön wie so ein Höhlensymbol. Vielleicht ist es ja sogar das schon. Das wäre natürlich praktisch.
Danach müssen wir zur Kiefernwacht. Haben wir das denn eigentlich schon mal? Ich glaube nämlich schon, die Kiefernwacht, die ist ja irgendwo hier in der Nähe. Jedenfalls kenne ich Kiefernwacht irgendwoher. Naja, ist ja auch egal. Sehen wir uns dann schon an. Ich kann mir mittlerweile gar nicht mehr vorstellen, wie schlecht die PS3-Version aussieht eigentlich. Die muss ja ultra hässlich gewesen sein. Muss ich mir unbedingt nochmal angucken. Oh, Meister. Okay, warte, ich hab auch da so den ein oder anderen Zaubertrick. Kill sie! Alter! Ja, noch zweimal, komm. Zack, zack. Und hab keine Ahnung mit diesem Vibe. Lol. Jawoll. Ist der gerade gestorben? Ich habe das Schwert hier lang fliegen sehen. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Wo ist denn jetzt der Körper hin? Ja, die ist da unten, sodass man gar nicht mehr rankommt, oder was? Was ist das denn für Scheiß? Egal. Wir sind eh fast voll. Ach ja, genau. Wo ist denn da genau der Stein? Wahrscheinlich auch wieder am Ende. Moment, Moment, Moment. Spaltsteinschlucht. So. Im letzten Raum mit der im letzten Raum mit der Wortmauer. Hört sich auch schon wieder sehr interessant an. Wir nehmen mal den Bogen. Hör auf, mir Schaden zu machen damit, Mann. Gut, dann muss ich gleich wohl die Explosion nehmen. Geht ja wohl nicht anders. Das ist ein Elixier des Heilers. Oh, das ist krass, aber das brauche ich nicht. Ich brauche... Oh. Und das. Dann sind die auch kein Problem mehr. Ich hoffe mal, dass die Höhle nicht ganz so lang ist. Ich meine, es ist ja kein Dungeon, es ist ja nur eine Höhle. Aber auch die können ja wirklich lang sein, weswegen ich den Unterschied zwischen Höhle und Dungeon noch nicht wirklich... Oh. Wäre ich jetzt gefressen? Nee. Da war anscheinend mal eine Falle. Ich kenne den Dungeon hier, glaube ich. What the fuck? Warte mal, den will ich jetzt aber... Ach ne, das hört er ja wieder, ne? Oh, ich war da. Dein Verderben war das. Cool, man kann sogar die Seelen fangen von den Skeletten, wusste ich. Gar nicht. Ich auch. Lol. Okay. Nee, da. Oh, da macht der Schaden. Ich werde euch brennen. Ah, hier Blitze, überall Blitze, da. Alter.
Stirb bitte. Dankeschön. Oh nee, jetzt muss er einen scheiß Eiszauber, ey. Wo kommt da noch so ein Pyromant-Fuzzi her? Ja, natürlich. Okay, der ist auch tot. Gut. Da war aber noch was. Ja, da hinten, ja. Alter, der Pyromant, der war ja richtig schlimm. Der ist ja nicht mal ein richtiger Pyromant, der hat nur so einen Stab benutzt. Kann ja jeder, ey. Okay, ich weiß vom Dungeon her noch, dass man hier auf jeden Fall da wieder zurückkommt. Ich will jetzt erstmal diesen einen da töten, ey. Der geht mir voll auf den Sack. Oh ne, der sieht mich ja gar nicht mehr. Dann nehme ich mal meine Spitzhacke. Und werde mir so ein bisschen Stein, Silbererz meine ich. Ja, wir holen uns jetzt Stein. So, wir müssten ja eigentlich noch sehr viel Platz haben. Oh, ich habe eine Falle ausgelöst. Oh, die macht aber nichts. Wahrscheinlich nicht mehr. Hä? Fortmauer. Letzter Raum, da ist dann unser Steinchen. Das ist ein Skelett, boah. Ich habe jetzt erwartet, dass hier wieder so ein scheiß Zauberer kommt. Aua, was? Come on, ey. Ja, nehme ich. Ja, ja. Nee. Kann da bleiben. Wir brauchen keine Rüstung. Jedenfalls nicht solche Rüstung. Ist da vielleicht noch was? Nö, okay. Ich glaube aber, dass die Höhle gar nicht mal so kurz war. Hey, guckt euch mal an, das ist doch gar keine richtige Höhle, das ist ein Dungeon. Ah, hier, frisst. Habe ich gar keinen getroffen? Oh, fuck. Ah, stirb! Ah, ich mag den Zauber. So, ab jetzt nur noch... Also, was die Zwergen durch, brauchen wir nicht mehr. Septime sind ganz gut und Materialien. Tränke natürlich auch. Kleidung nehme ich jetzt auch nicht mehr mit. Oh. Jetzt haben wir irgendwann zu viel. Was ist denn das da? Ach so, okay. Okay, der Helm, der ist ein... Warte mal, das ist doch dieser Dungeon... Oh, was, eine Meistertruhe? Ja, eine Meistertruhe, okay. Oh, cool. Aber wir sind schon mal auf dem richtigen Weg, das ist gut.
Vielleicht. Nee. Bisschen nach oben. Okay, nee, ein bisschen runter. Also, so. Es war aber schon fast perfekt. Ah, gut. Nö, nö. Naja, schade. War jetzt nicht so wirklich die geile Truhe. Hier war das doch mit diesem Scheißstein, der mich immer gekillt hatte. Oder war das ein anderer Dungeon? Ne, es muss ein anderer sein, weil den hatte ich, glaube ich, aufgenommen gehabt. Ja, dann war das ein anderer. Dann war es, glaube ich, Saartal oder wie das da hieß. Oh, da ist ein Drachen. What? Da ist ein Drachenschrein. Hier! Oh, ein Pyromant. Oh, nee. Wir wissen jetzt echt nicht, woher das kommt. Finde ich gut. Ich bleib hier mal kurz. Ist da jemand? Ja, schneller, schneller. Bisschen schneller. Ich werde wohl etwas nervös. Okay, ich brauche meinen Dremora-Fürsten. Scheiße, nicht genug. Komm, komm, komm. Du machst das. Oh, fast tot ist nicht gut. Nein, nicht genug Magika. Kill es. Ja. Hast du gut gemacht. Alter, ey. Geweihter orkischer Dolch. Ja, nehme ich mit. Den Stab wollte ich jetzt eigentlich nicht mitnehmen, aber ist okay. Puh. So, noch irgendwas Besonderes hier? Truhe? Ja, 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 nee. So, Schrei, zeig mal, was kann ich denn jetzt? Inferno Feueratem, jawohl. Ich glaube, den haben wir sogar schon. Also, den Schrei an sich haben wir. Und es wurde gerade gespeichert, das ist gut. Feueratem. Ja, jetzt haben wir auch noch Inferno. Ja, der Feueratem ist eh cool, aber da bringen echt nur alle drei Sachen was. Lederbänder, Kette, komm, wo ist mein Stein? Warte mal, wo ist mein Stein? Der muss ja eigentlich hier in dem Raum sein. Da ist er ja. Versteckt sich da ganz heimlich. Okay, noch 10 Stück. Dann haben wir alle. Und es ist auch perfekt jetzt mit dem Ende. Da werden wir nämlich im nächsten Part mal sehen, wo die Kiefernwacht ist. Ich bin der Meinung, da war ich auch schon mal. Ja, ich werde die nächsten 2 Orte mal einfach abchecken und dann mal schauen. So, dann bis morgen zur Skyrim Remastered. Bis Folge 139. Das ist dann die letzte Folge, die kurz ist. Und dann gibt es nur noch lange Folgen. 40 Minuten. Und da werden wir dann schon bestimmt alle Steine finden. Da lang, genau. So, also bis morgen zu Skyrim. Tschüss.